Problem. Willkommen zurück bei uns auf dem Leimhof. Nicht vergessen, he, 9. September ist bei uns Hoffest. Von morgen um 11 Uhr geht es los. Wir haben Konzert über den Mittag. Und so oben ist natürlich dann noch Party. Ich bin ein bisschen am Musik auflegen für euch. Und es soll etwas gehen, ein bisschen Rambazamba zu oben. Und Barbetrieb. Also kommen wir vorbei, 9. September, nicht vergessen. Da hinten dran bin ich am Grasmähen. Naturmattengras. Hier noch ein paar Kollegen. Blacken. Am rauslesen, wo wir vorher nicht gesehen haben. Und das ist eigentlich viel zu spät hier. Das Gras ist uralt, das ist erste, zweite Schnitt, den wir hier nehmen. Und wir sind hier wirklich noch nicht dazugekommen, weil wir das eigentlich immer durchmachen wollen. Und irgendwie ist das während dem Dröschen, das nie passt. Das Wetter hat auch nicht mitgespielt oder wir hatten keine Zeit gehabt. Darum meint das jetzt. Ist ein bisschen alt, spielt jetzt aber bei uns nicht so eine Rolle. Alt heisst, halt Qualität ist nicht so gut, aber Quantität ist da. Und jetzt, wenn wir das zusammen mit gutem Kunstwesenfutter mischen, gibt es noch einen guten Durchschnitt an Qualität. Die Gräser haben jetzt verblüht. Und untenin, weil es so viel geregnet hat, haben sie gerade wieder gekeimt. Jetzt haben wir hier untenin eigentlich schon wieder neue Reihgräser, die kommen. Das war so ein gratis Einsaat. Ich glaube, so einen positiven Effekt jetzt von dem. Blacken ist der grösste Find von uns. Wir haben nicht gerne Blacken. Jetzt haben wir so eine Pflanze, tausende von Körn, von Sömmchen dran. Hätte sie einen Sack mitnehmen, habe ich nicht gemacht. Ich habe jetzt eine Kabine, nur muss ich einfach die Kabine raussaugen, dass wir die noch nicht irgendwo auf dem Hof haben. In der Zwischenzeit ist es oben um 6:30 und ich bin am letzten Feld am Mähen. Hätte ich jetzt den ganzen Tag filmen können, wenn ich hier im Kreis fahre. Habt ihr aber schon x-mal gesehen. Ich schaue die Videos an, die vor, wo ich vom Mai vielleicht noch ein paar schöne Drohnenaufnahmen gemacht habe. Das ist eine Kunstwiese, die letztes Jahr in den Kommentaren geheissen hat, das gibt gar nichts. Viel zu früh, die vertrocknet, weil ich halt eben auch früher gesagt habe, was man sieht, wenn wir halt den letzten Jahr Futter gebraucht haben. Und das sieht man sogar vom Schiff aus, so, die ist top zweite Kunstwiese. Hat Luzerne, hat Mattenkleid, alles drin, was man gerne hat als Tierfutter. Der Gold unterstöckt man das, sieht man ihn. Das ist eine kleine Legende. Ganz da oben hüpft er weg. Kleine Legende von diesem Flurnamen. Im Andi, sein Vater, hat immer gesagt, auf diesem Feld hat es seit Jahrzehnten immer einen Hase. Und das Lustige ist, immer wenn ich hier am Mähen bin, rennt tatsächlich ein Hase davon. Und da ist das gewöhnt. Ich nehme nicht an, dass es seit Jahrzehnten der gleiche ist, aber von Hasengeneration zu Hasengeneration übermittelt, wenn gemeint wird, rennt davon. Ist immer ein Stück mit das hier, auch heute ist er wieder davon gerannt. Also es ist nicht nur ein Stück mit das, dort rennt der zweite. Problem ist krumm, nicht gut. Dann haben wir immer so ein Ersatzrohr, weil das passiert ab und zu, dass ich noch jemand dran fahre. Dann ist etwas krumm. Aber es will nicht drauf. Und warum machen wir jetzt das heiß? Ganz einfach, wenn man es wärmt, dann dehnt es sich total aus. Und jetzt sollte es eigentlich nur drauf flutschen. Schönes Bild. Neu-Holland zieht seine Furche hier. Nicht zu trocken, nicht zu nass zu machen, wenn man hier einmal bearbeiten wird, das wie im Garten. Jetzt wird die Diskussion wieder aufflammen, fluglos. Man könnte doch hier auch noch mit dem Gruppen arbeiten oder flach. Könnte man. Haben wir alles auch schon probiert, aber im Raps haben wir uns in den letzten Jahren dazu entschieden, immer zu achern. Weil das einfach gar nichts mag verleiden, punkto Saatbett, das muss schön fein sein. Und so haben wir bei uns in der Region das beste Saatbett angebracht, aber hey, die Diskussion ist eröffnet. Wie bereitet ihr Raps vor? Die Bauern unter euch, die Konsumenten unter euch, habt ihr irgendwelche Fragen zur Bodenbearbeitung? Seht die Kulissen, andere machen Ferien in so Regionen,
wir arbeiten hier. Mein Vater ist Stunden am Machen. Da sieht man jetzt die jahrelange Erfahrung, da braucht es kein GPS. Da achert das Auge einfach gerade. Und dort hinten dran, ringsum, überall wo ein bisschen Gras liegt, da gibt es jetzt Grassilo. Das tun wir hier in unsere Harvestor rein. Ich bin jetzt gerade am Auftun. Und los geht's. Und das gleiche noch umgekehrt, wenn man fertig ist. Das wieder rauf, Deckel zu. Nachdem man es gut gemeint hat, ist es wichtig, dass es auch rechnet. Das machen wir mit dieser Maschine. Das ist der Kreisel. Hier nimmt man den, der nimmt das Futter auf, kehrt. Und dann kannst du von der anderen Seite auch noch rechnen. Und jetzt ist schon der nächste Schritt an der Reihe. Zusammen machen. Das heisst, die Maschine, die dort, das Gras fein hackt, das im Silo schön Platz hat. Die braucht ja Wälmli und die machen wir jetzt hier hinten. Etwas, was ich noch nie gesehen habe, seht ihr bei uns schon auf der Baski. Baski, wie man John Deere hat. Also nicht, dass wir nicht John Deere haben, aber der hat sonst immer einen Valtra-Hut oder einen Volvo-Hut an. Gute Qualität ist top. Schön, wir sind fertig. Ich schnaufe jetzt gerade hier das Silo. Gut 20 Meter hoch übrigens. Hat es dort. Gacher ist auch hier. Im Silo hat es Futter. Wie immer, wenn man Bauer ist, darf es ein bisschen mehr sein. Ich will nicht jammern. Wir nehmen jetzt das, was es gibt. Schnell ein bisschen reinputzen. Nachher gibt es Feuer oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genießt den wunderbaren Ausblick noch ein bisschen über das Oberbaselgebiet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Zwei Platten sind noch. Also etwa 80 Kubik haben noch Platz.